Warte mal, oder war das, dass nur Trägerhändler werden können? Muss ich mal schauen. Ja, genau, Träger können Händler werden. Sehr gut. Dann werd du mal Händler. Du darfst dir gerne schon mal eine Frau suchen. Und dann darfst du Träger werden. Sehr schön, ihr seid auch alle erwachsen. Wunderbar, wunderbar. So, wie schaut es mit Material aus? 45 Nahrung, da brauchen wir 48. Okay, wird besser. So, jetzt die Quizfrage. Wo ist unser Händler? Da. Einmal da. Punkt 2. Aber erst einmal da oben. So, 5 Nahrung gegen 3 Holz. Okay, ist die Frage. Geben wir den Nahrung oder Holz? Ist jetzt nicht so die geile Handelsroute. Gucken wir mal, was die anderen zu bieten haben. So, die geben uns Holzwerkzeug. Und die Handelsrouten, die lohnen hier nicht. Also zumindest aktuell nicht, zumindest nicht für unsere Ziele. Deswegen, wir lassen die Handelsroute erstmal so weit weg. Ja, du hilfst hier mal beim Fischen mit, dass wir hier mehr Nahrung kriegen. Sehr schön, noch ein Haus fertig, wunderbar. Das ist so was, man sieht nicht, welche kein Obdach haben. Obwohl, warte mal, wenn man rechtsklick macht. So, du suchst dir mal das Haus. So, dann direkt meine Frau. Du ziehst da mit ein und kannst dir auch schon mal bei Gelegenheit eine Herzensdame suchen. So, wie schaut's aus? 48 Nahrung immer noch. Ja, die futtern halt parallel. Das ist natürlich dann ein bisschen doof. Ist halt die Frage, brauchen wir vielleicht doch noch mehr Jägerhütten? Brauchen wir vielleicht einfach nur mehr Träger? So, ich würde sagen, ihr solltet noch mal ein paar junge Burschen kriegen. So, du warst Händler, genau. Bauarbeiter, dich lassen wir mal. Ja, du hast keinen gültigen Handelsvertrag, das weiß ich. Hängt halt damit zusammen, dass ich einfach nicht will, dass du unsere Nahrung hergibst. Boah, warte mal, können wir eine andere... Ich versuche mal kurz was, ob wir andere Waren kriegen, wenn wir das hier als... Lager nehmen. Ob wir dann andere Sachen handeln können. Ja. Nope, sind die gleichen. Ja. 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 Gut, dann lassen wir das erstmal. Ich würde sagen, wir lassen dich weiterhin erstmal lieber Träger sein. Weil wir das, glaube ich, aktuell eher brauchen. Und... Siehe da, du hast sogar einen Skillpunkt. Dann nimm doch mal Ausdauer. So, dann weisen wir dich dazu und dann darfst du jetzt auch mal ein bisschen Sachen schleppen. So, wie schaut's aus? 53 nach. Ja, langsam, aber sicher wird ein Schuh draus. So, hier können wir auch ausbilden. Brauchen wir halt aktuell noch nicht. So, ich weiß gerade gar nicht, ob noch Frauen frei sind, aber dann könntest du ja mal einen Ehepartner suchen.
Ich glaube, sind gar keine frei. Gut. Ja, aber doch, komm, wir lassen mal ein paar Ehepartner nachwachsen. Da die ja alle nur ein Alter behalten, wirkt das nicht creepy. Warum haben wir eigentlich keine Musik? Ich dachte, hier wäre Musik im Hinterkopf. Oh, ein Dreifamilienhaus ginge auch, wenn wir einen Werkzeugschreiner hätten. Ah. Gut zu wissen, aber da wir das jetzt gerade nicht zwangsläufig brauchen, okay, keine Musik. Schade. Hui, da kommt der Storch geflogen. Und bringt das Kind. Und er am Abdancen. Sehr gut, gönn dir. Und der nächste Storch. Ja, es wird manntechnisch nicht besser. Und je mehr wir... Ja, komm, wir brauchen, glaube ich, echt noch... falscher Knopf. Wir brauchen, glaube ich, echt noch eine Fischerhütte und ein Jagdzelt. Sonst wird das wohl nichts hier. Dadurch, dass wir ja immer mehr Mäuler zu stopfen haben, ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert mit dem Nachwuchs. Aber egal. Wir kriegen das schon irgendwie gewuppt. So, wie schaut's aus? Wir haben 13 Männer und 6 Frauen, okay. Natürlich hat dann nicht jeder eine Frau, offensichtlich. Ah, 75%, sehr gut. Einer meint hier pennen zu müssen, ist jetzt nicht so geil. Du Lümmel. Ah, warte mal, das ist ein Punkt verfügbar. Komm, dann kriegst du eine Stärke. So, die 30 Leder haben wir zusammen. Das ist schon mal super. Ich überlege gerade, ob wir die Leder weiterverarbeiten wollen zu Schuhen. Oder ob wir es einfach ignorieren. Ich glaube, wir ignorieren es erstmal. Wir konzentrieren uns erstmal aufs Missionsziel. So, du mein lieber Kundschafter, wechselst mal deine Profession, du wirst jetzt nämlich Fischer. Ja. Und darfst hier anfangen zu arbeiten. Sobald das zweite Jägerzelt fertig ist. Ach, guck mal, hier haben wir auch alle Figuren. Sehr schön, die Auswertung kenne ich noch nicht. Mängel. Alleinstehend, aha. Das sind alles Alleinstehende, okay. So, gibt keinen, der nichts zu tun hat. Alle in Lohn und Brot, wunderbar. Ach, du bist gerade erst erwachsen geworden. Sehr schön. Dann werde doch mal bitte Jäger. Und zwar hier oben. Ach, Moment, ist noch gar nicht fertig. Okay. Gut. Gleich dann. Ich überlege gerade, ob was mehr Sinn hat. Weil ich weiß leider nicht, was schneller produziert. Ob Jäger oder Fischer. So, und du wirst mal Fischer. Ich unterstelle mal, dass das schneller geht als Jagen. Und wir werden jetzt auch kein weiteres Bevölkerungswachstum
stattfinden lassen. Egal, ob jetzt irgendwelche Leute noch Single sind oder nicht. Das interessiert uns jetzt erst einmal nicht. Denn wir müssen gucken, dass wir hier endlich unseren Mampf zusammenkriegen. So, die geben wir mal etwas Ausdauer. Ein Stückchen Holz fehlt uns noch. Das kommt da, glaube ich, gerade. Nee, das zählt scheinbar noch nicht. Schade. Anscheinend wohl erst, wenn er es ins Lager gebracht hat. Aber gut, macht ja auch irgendwo Sinn, ne? So, wie schaut's bei euch aus? Ich hoffe, ihr seid fleißig. Kann man von dir gerade nicht behaupten. Oh, warte mal, hier, da haben wir doch mal ein paar Skillpunkte. So, du kriegst noch Ausdauer dazu. Du kriegst Stärke dazu. Ich finde das cool, dass man die einzelnen Bewohner skillen kann. Ich habe nur leider immer noch keinen Plan, was genau die Sachen bringen sollen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Müssen ja nicht alles wissen. So. Die Damen sind erwachsen geworden. Dann. Wo bist du? Da oben. Okay, du kannst dir scheinbar keine Frau suchen. Warum auch immer. Du kannst dir aber eine Frau suchen. Und du kannst dir auch eine Frau suchen. Dann mach das mal bald. So, Holz haben wir auch zusammen und Nahrung, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Müssen wir nur noch abwarten, dass wir hier auch alles zusammenkriegen jetzt endlich. Warte mal, hier könnten wir... Gebäudeliste... Nein, das hilft uns, glaube ich, nicht weiter gerade. Schade. Aber sonst ist keiner. Kinderlos sind ein paar Damen. Hungrig ist keiner. Oh, einige sind wohnungslos. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt so viel bauen möchte. Warte mal, haben wir... Waren... wo haben wir Holz? Holz. Ah, 32 ist jetzt nicht so die Welt. Sieht man eigentlich, was die Gebäude kosten? Nee, ne? Leider nicht, schade. Aber gut. Wir warten erstmal, bis wir die Ziele erreicht haben. Ich weiß gerade gar nicht, ob dann überhaupt das Missionsziel schon erreicht ist oder ob wir erst noch was anderes machen müssen, dürfen. Ob die Ziele sich ändern quasi oder ob immer direkt alle Ziele bekannt gegeben werden. Beim Tutorial ist es so, da hat man erst das eine Ziel, das erfüllt man dann, dann kommt das nächste Ziel und so weiter. Und wie gesagt, ich kann leider noch nicht absehen, ob das hier in der Kampagne sich ähnlich verhält oder ob dann die Mission gleich schon erledigt ist. Bleibt abzuwarten. So, wie schaut's? 94, sehr gut. Hoffentlich bald mehr. Das sollte nicht mal allzu lange dauern.
So, das ist ein Wohn. Ich gucke mir nur gerade mal so ein bisschen die Gebäude an. Eine Eisfestung, auch nicht schlecht. Oh, böses Bärli. ...96 noch, 4 Mampf und wir sind endlich am Ziel unserer Reise. Zumindest für diese Missionsziele. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob danach noch welche kommen. Oder ob die Mission dann erledigt ist. Werden wir sehen, ihr Lieben. Oh, ganz viele Punkte. Träger, ja, dann kriegst du mal Ausdauer und 2 Stärke. Haben wir das eigentlich auch in der Übersicht? Wer noch Talentpunkte offen hat? Wahrscheinlich nicht, ne? Kinder, Camp, Soldaten. Verfügbare Bonuspunkte. Ja, guck. Sehr schön. Du kriegst mal 2 Ausdauer. Okay, gut, dann gehen wir nochmal weiter durch. Ansgar, du kriegst einen Stärke. Bersi, du kriegst einen Ausdauer, damit du mal nicht sofort pennen musst. Ich hoffe zumindest, dass es Einfluss darauf nimmt. Sehr schön, das war's. Okay, dann ist das doch das Ende der Mission. Nach großen Anstrengungen war es uns endlich gelungen, genügend Vorräte für unsere Reise zusammenzutragen. Am Morgen des darauffolgenden Tages gingen wir an Bord unseres Schiffes und setzten Segel. Ich war sehr aufgeregt, da es meine erste Reise im Kreis der erwachsenen Männer und Frauen war. Um möglichst viel über die Pflichten an Bord und die Kunst der Seefahrt zu erfahren, hielt ich mich stets in der Nähe meines Vaters auf. Er führte das Steuer unseres Schiffes und konnte mich vieles über die Strömungen der Meere und die Richtungen der Sterne lehren. Unsere Suche führte uns schließlich Richtung Westen, und nach langen Tagen und Nächten auf See tauchten die Umrisse einer Insel aus dem Meer auf. Lan. Haben die jetzt echt das D abgeschnitten, sodass es klang wie Lan? Ich glaube. Goody! Dann war es das an der Stelle. Da müssen wir jetzt, glaube ich, übers Menü wahrscheinlich zurückgehen. Wir speichern zur Sicherheit mal. Gut, und ich stelle es einfach mal, es geht über das Menü weiter und wir werden dann entsprechend beim nächsten Mal aus dem Menü heraus starten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ihr Lieben, bis dahin, tschüssikowski.